Herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Und ich habe mich von diesem komischen Leuten aus der letzten Folge, der uns so richtig den Arsch versohlt hat, zurück in diesem Schrein teleportiert. Und genau den werden wir jetzt angehen. Und dann lösen wir mal entspannt das Rätsel dieses Schreins. Also, Intro und dann gehe ich da rein. Gazas Schrein, guter Durchschnitt. Das klingt auch schon wieder sehr interessant. Aus irgendwelchen Gründen macht mir das hier Angst, weil ich schon wieder. Wahrscheinlich Pfeile zur Verfügung bekomme. Oh. Wenn die mir 10 Pfeile zur Verfügung geben, dann hat das was auf sich. Das hat ja was schon wieder hier. Das ist garantiert nicht so gemeint, aber es funktioniert. Herrlich. Weiß, ob man die noch mal braucht. Große Sono-Energiesphäre, nicht schlecht. Wie gesagt, wer weiß, ob man die nicht nochmal braucht. Weiß
nicht irgendwie? Wo kommt denn der Schlüssel jetzt weg? Jetzt wird's spannend. Habe ich was gesehen? Oh, wie geil. Ich hab's genau da reingeschafft. Gut, hat mich 4 Pfeile gekostet, aber... Das Problem haben wir schon mal gelöst. Und was ist jetzt hiermit? Da oben macht mich so ein bisschen. Kirre, warum haben die da oben diese Kreise? Da ist sie. Da ist die Kiste. Thank you.
Nein! Kleiner Schlüssel. Oh, ich hätte es mir gar nicht so schwer machen brauchen, wieder mal. Aber egal, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Naja, okay. Das Rätsel habe ich dann anders gelöst, als es vorgesehen war. Und 4... von diesen Herzen. Das heißt, wir können wieder einmal Ausdauer oder so ausbauen. Das ist doch schon mal geil. Segenslicht. So, wunderschön. Die Frage der oder der? Ich würde sogar fast auf den hier tendieren. Aber erstmal hier hinten immer noch das Ding mit dem. Erstmal gehen wir zu unserem Häuschen. Würde ich sagen, einmal beten gehen, Kristalle ausbauen. Überlege ich, habe ich das mit den Piraten habe ich gemacht? Ja. So, dieses Mal nehme ich wieder Ausdauer, Jungs. Ja, der zweite Ring ist da. Komplett, also der Hauptring und der nächste Ring, das ist doch mal schön. So, und wenn ich mir das genau überlege, müsste ich auch mal gucken, dass ich mal auf diese Insel hier drauf komme. Hm? Da auf der Insel waren früher Edelsteine ohne Ende. War quasi die Edelstein-Monster-Insel. Thank you.
Lieferstätte. Okay, das hatten wir schon. Ach, das ist da hier oben die Brückeninsel da. So, jetzt gucke ich mal. Hier waren nämlich früher auch überall Aufwinde, dass man rauf und runter kommt. Wenn ich es richtig sehe, sind die hier immer noch, ne? Das sieht doch nach einem Krog aus hier. Was denn jetzt? Was will der Krog von mir? Soll ich direkt drauf landen? Ja, okay, das war die Prüfung. Oho, du hast mich gefunden, ein Krogsamen. Schön, also den Krog habe ich schon mal. Das gibt's nicht, ne? Da ist ein Schrein. Okay. Hup.
Oh, aber die großen Erzvorkommen, die haben sie hier anscheinend nicht mehr. Schade. Habe ich hier von den ganzen Dingern. Gatanish-Schrein, Akala-Hochebene. Schön. So, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir in den Schrein rein und dann kämpfen wir uns so langsam im Kreis weiter. Also, das hier sieht ziemlich leer aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.